Ja, es ist in Berlin gegen die Krefeld-Pinguine ein vorgezogenes Duell vom 46. Spieltag. Eigentlich eine klare Sache, möchte man meinen. Der Tabellenführer gegen den Tabellenzwölften. Aber die beiden Duelle zuvor in dieser Saison schon sehr, sehr eng. Beide Teams hatten jeweils ihr Heimspiel gewonnen. Von daher war das Team von Uwe Krupp, die Eisbären, in den weinroten Trikots durchaus gewarnt. Das würde kein Selbstläufer werden. Erste gute Möglichkeit für Sean Beckmann. 5 Minuten gespielt. Beckmann in 5 Spielen zuvor ohne Scorerpunkt. Berlins Topscorer scheitert hier mit der Rückhand an Patrick Klein, der den Vorzug erhielt vor Dimitri Petzold. Krefeld gestaltete die Partie im ersten Drittel ausgeglichen. Immer wieder in der Lage, auch offensiv Akzente zu setzen. Daniel Pieter mit der Möglichkeit, bringt den Puck aber dann mit der Rückhand nicht mehr aufs Tor. 0:0 nach den ersten 20 Minuten. Ein defensiv geprägtes Spiel ohne die ganz großen Tormöglichkeiten. Dann Mitte des zweiten Abschnitts. Krefeld mit der Top-Reihe auf dem Eis. Müller, Omicevic und Pieter. Und die vollenden zum 1:0 für Krefeld. Klasse Spielzug der Pinguine. Und dann Daniel Pieter allein gelassen vor Marvin Küpper. Durch die Beine von Berlins Goalie zur Krefelder Führung. Zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend, denn Berlin war im Mittelabschnitt tonangebend mit etlichen guten Möglichkeiten. So wie hier, kurz vor Ende des zweiten Drittels. Erster Versuch, Klein pariert, Nachschuss, Klein hält wieder. Und auch das Nachstochern dann von Aubry. Immer wieder hatte Patrick Klein die richtige Antwort. Er hielt den Krefeldern bis zu diesem Zeitpunkt die Null. Großartiger Auftritt vom eigentlichen Wecker von Dimitri Petzold. Dann die Schlusssekunden des zweiten Drittels. Olver geht nochmal in den Vorcheck, kommt an die Scheibe und dann Petersen, der Ausgleich 8,8 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Saisontor Nummer 12 für Nick Petersen. Obwohl Klein noch dran ist, bringt er die Scheibe unter Kontrolle, legt sie sich auf die Vorhand und dann über die Schulter von Klein ins Tor. Günstiger Zeitpunkt für die Eisbären. Ähnlich wie am Sonntag in Mannheim. Kurz vor Ende des zweiten Drittels der Ausgleich. Und die Berliner in den letzten Wochen immer in der Lage, im Schlussabschnitt aufzudrehen. Und das taten sie auch gegen Krefeld. Petersen kommt an die Scheibe, wackelt nochmal hinters Tor und findet dann Shepard. Und der mit der Führung. Alleingelassen, mittig vor dem gegnerischen Tor. Ganz starke Vorarbeit von Petersen. Und plötzlich ist James Shepard vollkommen frei. 8. Saisontor für Shepard. Die Berliner hatten die Partie gedreht. Wenig später dann diese Szene. Ein Krefelder bleibt verletzt liegen. Das Spiel läuft weiter. Dupont kommt an die Scheibe, hält einfach mal drauf, die Scheibe drin. Und die Eisbären jubeln über das vermeintliche 3:1. Die Schiedsrichter gingen dann aber zum Videobeweis und erkannten, Jamie McQueen vor Patrick Klein stößt sich vom Gegenspieler Faber mit dem Schläger ab, sodass er in den Torraum rutscht. Und nach kurzer Beratungszeit wurde der Treffer aberkannt. Mann im Torraum, auch Uwe Krupp erklärte seinem Spieler nochmal, was da schiefgelaufen ist. In den Schlusssekunden dann Krefeld ohne Torhüter mit vollem Risiko, die Eisbären bestraften das mit dem 3:1. Nöbels ins leere Tor. Wieder ein Erfolg für die Berliner und verpasste Punkte für Krefeld. Yeah, for sure. This year, whether it's our line or someone else stepping up, it seems to be, you know, everyone's working hard for that one goal or that goal to come back or that goal to get one ahead. So it's fun, especially when we're winning. Ja, ist schwer zu sagen. Wenn man nur ein Tor schießt, natürlich schwierig, Punkte mitzunehmen. Aber Berlin hat sehr strukturiert gespielt, sind sehr gut gelaufen. Also es steht nicht umsonst da oben. Nick Petersen hat es auf den Punkt gebracht. Die Eisbären immer in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt die entscheidenden Tore zu machen. Bleiben an der Tabellenspitze, bezwingen Krefeld mit 3:1.